Hallo, heute habe ich wieder ein Craft-Update für euch und zwar habe ich Notizbücher gebastelt. Diejenigen, die mir auf Facebook oder Instagram folgen, haben bestimmt schon das Foto gesehen. Und zwar hat eigentlich alles damit angefangen. Als erstes hatte ich dieses Mini-Album gebastelt nach einer Anleitung von Liebesfuchs. Und zwar besteht das aus dieser Hülle, die kann einfach so aufgeklappt werden und hier können die Fotos aufgeklebt werden. Ich hatte mir gedacht, eigentlich könnte man auch die Hülle verwenden und innen drin es einfach anders gestalten, also als Notizbuch. Und das erste Notizbuch, das ich gemacht habe, ist dieses hier. Also ebenfalls mit dieser Hülle, die man aufklappen kann. Die Maße habe ich ein bisschen verändert. Von außen sieht es so aus. Hier habe ich noch eine Tag mit Washi-Tape überzogen. Hier noch diesen Sticker. Das Ganze habe ich mit diesen Klettpunkten verschlossen und dann kann es einfach so aufgeklappt werden. Hier habe ich eine Tasche, die habe ich mit Washi-Tape und Steinchen verziert. Und diese Paperclips, das sind diese Schaumstoffsticker, die ich von Martina im Tauschpaket hatte. Also ich habe die jetzt so gemacht, ich habe den Sticker hingelegt, die Klammer drauf, eine Schicht Heißkleber und dann ein Moosgummi hinten drauf. Und weil es getrocknet war, habe ich es noch ausgeschnitten. Also ich finde, es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, für das, dass es eben auch selbst gemacht ist. Ich weiß nicht, ihr könnt mir ja gerne mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr diese Paperclips findet. Aber ich finde eigentlich, es geht. Wenn sie im Notizbuch sind, sieht man sowieso nur die vordere Seite. Dann ist hier das eigentliche Notizbuch. Ich hatte noch so kleine A6-Blöcke zu Hause mit diesem linierten Papier. Das habe ich mir alles herausgenommen. Dann habe ich noch zwei so Register gebastelt aus etwas festerem Papier. Das Ganze habe ich mit meinem Bindegerät gebunden und dann das komplette Notizbuch an die Hülle dran gebunden mit einem schönen Band. Einfach Löcher reingestanzt, hier ebenso. Das Band geht hier drinnen rundum. So hält es auch gut. Wenn man das Ganze umklappt, ist hier nochmal eine Tasche, ebenfalls mit Washi-Tape und Steinchen verziert. Hier sind zwei Tags drinnen. Beide Tags habe ich mit Washi-Tape überzogen. Auf die Rückseite könnte man noch etwas draufschreiben. Das hier habe ich leer gelassen. So sieht das Ganze also aus und kann einfach mit diesen Klebpunkten verschlossen werden. Das ist also das erste, das ich gebastelt habe. Dann habe ich noch einen Auftrag bekommen, ein Notizbuch für ein Mädchen zu basteln und auch eines für einen Jungen. Das hier wäre das für das Mädchen. Das ist jetzt von der etwas größer als wie das erste, das ich gebastelt habe. Denn bei dem hier musste ich ja den Block etwas abschneiden an der Seite, damit das hineinpasst. Das hier wäre das für das Mädchen. Außen habe ich es mit diesen Zwirls und diesen kleinen Steinchen verziert. Ebenfalls wieder die Klettpunkte angebracht. Von innen sieht es so aus. Es ist vom Aufbau eigentlich genau gleich wie das erste. Hier wieder das Täschchen mit diesen Paperclips, der Notizblock, diesen habe ich jetzt ohne Register gemacht. Hier wieder diese zwei Tags, ebenfalls mit Washi-Tape überzogen, die Rückseite kann beschriftet werden. Hier noch diese Steinchen aufgeklebt und da es ja ein Geschenk werden soll, hatte ich noch diesen Stift zu Hause und habe mir gedacht, der passt gerade gut dazu mit diesen Cupcakes und von den Farben her. Den gab es ja mal bei Teddy. Den habe ich jetzt noch dazu getan, denn natürlich braucht man ja auch einen Stift, wenn man schon ein Notizbuch hat. So, das Ganze sieht so aus. Und dann habe ich noch eines für einen Jungen gebastelt. Das sieht so aus. Diese Stanzteile sind ja aus diesen Actionblöcken, die man eigentlich für Karten benutzt, um Karten zu basteln. Von außen sieht es so aus. Hier habe ich wieder diese Klettpunkte angebracht. Hier haben wir wieder die Tasche, die ist diesmal mit
Washi-Tape überzogen und hier diese Tags, Paperclips. Und das sind wieder die Standteile aus diesem Action-Block, die habe ich mir herausgelöst, auf ein Moosgummi geklebt und schön ausgeschnitten und dann wieder wie bei den anderen Heißkleber und hinten nochmal Moosgummi drauf. Hier haben wir wieder den Notizblock. Und hier wieder das Täschchen, das ist auch mit Washi-Tape überzogen. Und hier haben wir wieder die beiden Tags. Hinten können sie beschriftet werden. Und hier ebenfalls habe ich noch passend einen Kugelschreiber. Den habe ich noch extra gekauft. Ich hatte ja keinen zu Hause. Den habe ich zufällig im Toys R Us gefunden. Passt jetzt zwar nicht so hundertprozentig dazu vom Design, aber ja, es sind auch Autos oben. Das wäre also das Notizbuch für den Jungen. Ich finde, es ist eigentlich ziemlich toll geworden. Am Anfang hatte ich die ganze Zeit überlegt, was ich denn für einen Jungen basteln könnte. Aber ich bin ziemlich zufrieden mit beiden. Ich hoffe, den Kindern gefällt's. So, das waren also meine Notizbücher. Hier nochmal dieses hier. Ich werde euch das Video von Liebesfuchs von diesem Mini-Album verlinken, falls jemand auch so ein Notizbuch basteln möchte. Denn wie gesagt, die Anleitung für die Hülle ist eben in ihrem Video drin und innen kann man es sich dann eigentlich so gestalten, wie man gerne möchte. So, das war mein Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!